Jo, willkommen zu einem ja, neuen Projekt mit mir, dem Thomas, auf dem Kanal des Kanus White Tiger. Und ja, vielleicht seht das. Wir sind in einem Spiel, das erst vor kurzem erschienen ist, und zwar vor genau einer Woche. Es kam leider etwas verspätet. Und ja, eigentlich wollten wir sogar schon direkt zum Freitag oder was weiß ich oder sogar dem Samstag letzte Woche schon bringen. Aber leider Gottes, und da wollte nämlich auch der Nepo aufnehmen, der Bodenkrascher. Aber bei ihm hängt das Spiel andauernd, weil sein PC, naja, ist nicht so das Beste ist. Und es heißt Travel Behind This Point, Not Recommend. Genau, also ein Gefahrensimulator. Nein, Spaß. Nein, ihr seht's, hey, wir sind in Haines, Alaska, wir sind im Spiel Gold Rush. 0,035 Unzen haben wir schon gesammelt. Wir steigen jetzt ins Auto ein. Oder wartet, wir werden jetzt mal ein Notizbuch gucken. Ich bin ja schon pfiffig und habe schon im Singleplayer ausprobiert, und der Johannes auch. Deswegen weiß ich schon, was wir hier machen müssen. Wir müssen erst einmal zur Bank fahren. So, Doppel-C, dann können wir uns frei umsehen. Wenn wir nur einmal C, dann Data können wir uns nicht umsehen. Wir drücken Leertaste zum Dingsen, und E war nicht der Motor. Da habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt, trotz 16 Stunden Spielstunden. Und machen den Motor an. So, wir werden leider zuerst manuell schürfen müssen. Dann nach einer Unze, das spoilere ich euch mal, werden wir wohl 40 Unzen auf einmal haben. Also die wir einfach mal so geschenkt bekommen. Und diese, da wenn man nicht das Erz beim Schmied verkaufen, sondern einschmelzen, wenn wir zwar einen Minus kurz auf dem Konto haben, aber wir werden diesen Barren bei der Bank verkaufen, auf 56.000. Beim Schmied hätten wir nur auf diese 40.000 bekommen. Und dann können wir uns auch die besseren Geräte auch leisten. Zur Not können wir dann trotzdem nochmal einen kleinen Kredit aufnehmen. So, Motor au. Ah, hallo? Hä? Ah, jetzt. Nee, ich will. So, okay, jetzt haben wir es. So, okay, jetzt können wir ja aussteigen und zur Bank gehen. Genau, wir brauchen die Parzelle Old Arnold, ne? Ich guck nochmal. Notizbuch. Ja, hier ist auch die Einkaufsliste. Genau. Wir nutzen. Und diese mieten wir. Hier könnten wir unser Goldbarren verkaufen. Vorrat. Ja, ich denke mal, das sollte nicht eher Vorrat, sondern mehr der Goldkurs momentan heißen. Hier können wir Kredit aufnehmen. Momentan können wir 5.000, aber den brauchen wir jetzt noch nicht. So, dann gehen wir diese Einkaufsliste. Durch. Und Auto? 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 Ah, Auto, bleib stehen! Ah, ja, so ist fein. Ich hab vergessen. Ups, oh, ich glaube, ich hab vergessen. Ja, ja, ich hab vergessen, die Handbremse anzuziehen. Differential? Ja, okay. So, jetzt fahren wir zum Lager aus und gehen jetzt mal kurz einkaufen. So, bremsen. Obwohl, nee, wir halten mal hier an. So. Und aussteigen. So, jetzt. Ach komm, geh weg. So, wir brauchen auf jeden Fall. Zum Glück wissen wir das ja schon. Mit Anschluss für Wasserpumpe. Handbetrieben. Ausschlussverfahren, sonst immer das günstigere. Dann brauchen wir das. Das hier wäre nur die Erweiterung. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Hinzufügen. Das brauchen wir noch nicht. Ich hoffe, wie teuer ist der? Ja, 6.000. Ich hoffe, den können wir uns nachher später leisten. Gleich zu Anfang. Weil der erleichtert einem die Arbeit ungemein. Das glaubt er gar nicht. Dann brauchen wir einen Eimer. Wir haben das, wir haben das. Ja, genau, ein Eimer. Und wir brauchen Matten, die waren, genau, die waren hier hinzufügen.
Und ich bin schon wieder doof und renn schon wieder raus, ohne zu bezahlen. Denn wir müssen erstmal hier. So, mittlerweile gab es auch schon so einige Updates für das Spiel. Mit ein paar Verbesserungen und auch rechts oben seht ihr, dass da jetzt eine 3 Stellen hinterm Komma sind. Vorher waren es nur eine, aber ja gut. So, fangen wir mal mit dem Schwierigsten an, weil das ist ein bisschen, ihr seht's. Jetzt müssen wir unser Auto finden. So, wir werden... Wow, ein Wunder ist geschehen, es hat auf Anhieb geklappt. So, hallo? Ja. Übrigens, Stickel kann man umfahren. Ich weiß nicht, ob das auch so eine lustige Heuschicke sind, die wir umfahren können. Es hört sich an, als ob man jemanden die Knochen bricht. Und ja, es ist sicher geladen. So. Aber es wird bald noch chaotischer aussehen, glaubt mir. Wenn wir nachher mit dem großen Zeug anfangen, dann... Ihr werdet euch freuen. Ihr werdet euch hundertprozentig freuen. So. Hallo. So, das war's. Jetzt fahren wir zu unserem Claim. Zum alten Arnold. So. Oh, das wird auch erstmal nur so eine kleine Vorstellungsrunde. Wir bauen es noch auf. Und schürfen werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge. All das ist so erstmal so eine kleine Einführungsrunde. So ein bisschen. Ja, und das. Obwohl das erste Mal laden jetzt hier ist. Scheiße, hier ist ja Schmied, ne? Wie ich mich schon wieder verfahren habe. Cool. Und was habe ich gerade gelabert? 16 Stunden Spielzeit, merkt man, ne? Die merkt man voll. Ja. Wir müssen nämlich da lang. Das habe ich das war alles logischerweise Absicht. Das war so alles geplant. Wir müssen ja am Polizeirevier lang. Und genau. Naja, hier bekommen wir unsere Maschinen und ja. Aber das werden wir uns natürlich hinterher angucken. Genau. Hui. Was hat denn da so geknackt? Fragt mich jetzt nicht, was hier gerade so geknackt hat. Ich wollte eins mal ausprobieren. Kann man das Schild umfahren? Nein, kann man nicht. Okay, schade. Was hat denn da so geknackt? Hm. Keine Ahnung. Momentan wird planmäßig. Ah ja, gut. Immerhin leckt es jetzt schon mal weniger, wenn es lädt. Und sehr CPU- und Arbeitsspeicherlastig ist das Spiel momentan noch. Also, ja, da müsste man dann eben aufpassen. Das ist bei meinem 16 GB Arbeitsspeicher geht es manchmal, also vor dem letzten größten Update, ging das gerne mal auf 80% manchmal hoch. Also, ja. Und die CPU dümpelt so bei zwischen 40, 50 meistens. Wobei CPU- und Arbeitsspeicherlastigkeit haben sie auch schon so einigermaßen gefixt. Jetzt geht's eigentlich. Ja. So. Und jetzt. Lol. Wisst ihr, warum ich gerade angehalten habe? Komisch. Ich nehme jetzt das Spiel auf. Ich bin sonst immer gegen diesen Stein gefahren. So, das wollte ich euch nur ganz unbedingt mal sagen. Also nicht wundern, wenn ich das nächste Mal auch dauernd gegen den Stein fahre. Also es ist mir das erste Mal... Ne, ihr kennt doch bestimmt den Vorwand, ne? Wo hier der dauernd über diesen komischen Kopf von diesem scheiß Tiger da, von diesem Bettvorleger da stolpert, ne? Das kennt ihr doch bestimmt alle. Ne, so ging's mir gerade. So habe ich mich auch gerade... Ja, habe ich nicht gerade die Handbremse angezogen? Hallo Wohnwagen. Also so ging es mir gerade auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ne, ein bisschen können wir noch. Ja, Motor. Motor aus, so. Licht auch aus, so, und jetzt aussteigen. So. Und jetzt bauen wir auf. Da müssen wir das lustige Schild hier, zeigt es uns. Wir müssen erstmal da hin. Ja, dahin. Okay, immerhin. Beim ersten Mal habe ich 10 Jahre gebraucht, ehe ich die Waschrinne darüber bekomme. Und jetzt müssen wir da das genau. Ja, hier würde dann später die Erweiterung rankommen, aber höchstwahrscheinlich werden wir das hier nicht alles ausschürfen. Also, da werden wir uns das Geld nehmen, um da hinten dann anzufangen später.
So, dann bauen wir noch das darauf. Dann brauchen wir den Matten. Ja, oder den Eimer, genau. Dann kommt der schon mal dahin, wenn er sich schon so liebevoll vordringelt. Da lang. So, warum der nur eine Matte tragen kann, ja, keine Ahnung. Es ist halt so. Na, komm her. Ja, genau. So. So, jetzt holen wir noch was Feines raus, damit wir auch gleich da vor Ort waschen können. Genau, einmal brauchen wir sonst noch hier irgendwas? Nein. Genau, das Ding holen wir uns hier gleich mal. Und zum Glück kann man sich am Feuer nicht verbrennen, weil sonst wäre ich schon längst abgefackelt. So, hier können wir gleich mal mit Wasser füllen. Das Wasser werden wir brauchen. Das stellen wir hier hin. Und jetzt holen wir uns noch die Pfanne und dann. Ja. Ja. Wenn ich das noch nicht gesagt habe, dass jeden Freitag um 12 eine Folge Goldwasch kommt, dann wisst das jetzt. Vielleicht wird es auch zweimal die Woche kommen. Muss ich mal sehen. So. Oh, wie nehmen wir jetzt einen Spaten in der Hand? Wir drücken einmal Punkt und Komma, um so hin und her zu switchen. Übrigens, das hier soll eine Taschenlampe sein. Aber wir können auch auf L drücken und dann haben wir auch Licht. Jetzt seht das noch nicht. Ah, doch, da seht ihr so ein bisschen flackern. Da am Dingskasten. Aber jetzt brauchen wir es noch nicht. Und mit Z können wir natürlich alles sehen an Tasten. Aber das juckt uns jetzt noch nicht. Wir werden erst einmal. Ja, komm, wir werden schon mal. Das ist ja voll, wenn das seht ihr da. Und dann. Ja. Dann werden wir mal gucken, wie weit wir mit der Zeit sind. Momentan sind wir noch sehr gut mit der Zeit. Und ich bin gespannt, ob das prozentual alles gewendet wird. Also auch das Gold und alles geladen wird. Oder ob das einfach nur standardmäßig ist. Na gut, jetzt hier bei diesem Ding weiß ich das nicht, aber da hinten habe ich mir schon eine Strategie. Das werde ich aber euch erst in der Folge erklären, wenn es soweit ist. Ne? Aber ihr wollt nicht wissen, wie mein Privatspeicherstand aussieht. Das sieht total, das sieht einfach nur vermüllt und unordentlich aus. Und da habe ich auch ein bisschen, ja, ein bisschen falsch auch angefangen gehabt. Mein Gold hole ich einigermaßen gut raus, muss man. Oh, ist das schon 100%? Hole ich einigermaßen gut raus. Und ja, aber ja, ich habe es mir ein bisschen umständlich aufgebaut. So, jetzt füllen wir das hier ein. Das sind immer ungefähr drei Ladungen, bis der nämlich runter wird auf 0%. Dann können wir da wieder einfüllen. Wenn die Matten 100% haben, können wir das erste Mal waschen. Oder wir könnten es jetzt schon waschen, ne? Aber es würde halt nichts bringen, weil eben dann kaum was drin ist. Deswegen machen wir sie mal bis ungefähr 100% voll. Dann passt es ja ungefähr dreimal, waren das immer. Genau, jetzt zählt er da wieder auch runter. So, wir werden jetzt nochmal schnell einfüllen. Ah, dann sollten gleich auch 15 Minuten bald vorbei sein. Und dann können wir die Folge für heute beenden. Ja. Ich werde mal sehen, ob sich's nicht sogar lohnen würde, vielleicht sogar zweimal die Woche Goldwasch zu bringen. Muss ich mal sehen und mal absprechen. Und wir noch mal gucken. Auf jeden Fall, mir gefällt das Spiel sehr gut. Ist ein bisschen buggy noch und ein bisschen, ja, ne? Alles ist auch noch nicht drin, wo es schon rausgekommen ist, aber na gut. Kann man auch nicht ändern. Man soll die Entwickler ja auch nicht hetzen. Was vielleicht mal später für die Zukunft für das Spiel gut wäre, Multiplayer. Weil das ist eigentlich Multiplayer. Ne? Kann man halt am besten arbeiten. So, das war jetzt. Oh, und das war das Schlusswort. 15 Minuten sind auch, wie gesagt, so gut wie vorbei. Und ja, ich speichere das jetzt mal hier kurz ab. Da sieht der Privatspeicherstand. Da seht ihr auch rechts hier das Bild, wie ich da gebuddelt habe. Da ist ein Frontlader und da ist die mobile Waschanlage.
Ne, die Waschanlage wird bei uns nicht dastehen, sondern hier hinter. Der Graben wird hier trotzdem gezogen, das Material wird hier trotzdem aufgeschüttet. Ne, hier habe ich eine Straße lassen, da werde ich auch mit dem Bagger dann in dem Let's Play auch immer so hin und her fahren. Wenn genug Material hier aufgeschüttet ist, dann werde ich dann hier zurückfahren, mich auf den Hügel hier hochstellen, weil das ist so ein kleiner Hügel, der schon vorher da ist, und dann immer so reinschaufeln in die mobile Waschanlage, die dann da stehen wird, ja auch mit auf dem Hügel. Ist höchstwahrscheinlich besser, weil sonst muss man den Bagger hin und her fahren und das ist auch nicht schön. Ja. Genau. So, das war das Schlusswort. Jetzt hier auf Let's Play und speichern. Okay, ist gespeichert. Ich gucke jetzt hier noch nochmal. Genau, 2:10 Uhr nachmittags. Passte. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Schaut doch mal, wo waren das in die anderen Let's Plays rein. Und oh, dann sehen wir uns ja morgen bei World of Warships wieder. Zumindest wir. Mit mir. Und dem Johannes und. Ne, der Nilpon noch nicht. Da ist noch die Folge geworden. Sind halt nicht mehr weiter. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!